So, da sind wir wieder mit unserer Phasmophobia-Challenge, die beim letzten Mal so ein bisschen tödlich für uns endete. Wir hoffen, dass es diesmal anders wird. Und ich werde direkt mal am Rad drehen. Wir gucken rein. Moment. Machen Sie doch groß. Der Fotoapparat war grundsätzlich dabei. Ja, 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 das habe ich ja dann auch gemerkt, dass man den nicht rausnehmen kann. Ist ja kein Ding. Ich muss die Aufgabe ein bisschen abändern. So. Wir drehen wieder am Rad. Ich hoffe, es kommt eine Aufgabe, die wir diesmal besser machen können. Schließt jede Tür hinter euch, oder? Das sollte doch. Durchaus. Jede Tür, durch die du gehst, musst du hinter dir wieder schließen. So, dann brauche ich nicht auf fortsetzen. Sondern ich mache wieder auf verkleinern, sonst komme ich nicht in mein OBS. So, dann gehen wir wieder aufs Game rüber. Und machen diesmal Blee State Farm aus, genau. Wird aber noch was hinzufügen? Ja, das hinzufügen möchte ich natürlich auch. Ich werde alles, was ich habe, reinhauen. Schon passiert. Du hast auch. Aber ich glaube, du hattest schon alles. Ja, wahrscheinlich. Gut, wenn man jede Tür hinter sich schließt, hat natürlich auch einen Vorteil. Man sieht, wenn der Geist eine Tür geöffnet hat. Man hat einen Nachteil, dass er die Haustür zumachen muss. Das stimmt. Ja, dann nimmt man ihm die Arbeit schon mal ab. Dass du nicht so schnell vorankommst. Ja, aber im Farmhaus geht es ja eigentlich noch, das ist nicht ganz so. So, EMF-Reader, Salz, Foto von Geist. Schlüssel. Ja, ich glaube, ich muss mich da die nächste Zeit mal öfter kümmern um den Schlüssel. So, du kommst ja jetzt noch rein, dann musst du die Tür hier schließen. Mhm. Ich gucke dann oben schon mal. Du brauchst natürlich, wenn du in den Raum reingehst, sie nicht sofort schließen, sondern erst, wenn du dann wieder rausgekommen bist. Ne? Das kannst du haken. Das war, ich sag ja, du musst das nicht. Brauchst du nicht sagen, kannst du haken. Das hätte ich eh nicht gemacht. Ja, gehst du jetzt mal. Da ist eine Bierflasche umgefallen. Aber hat nichts. Ja, das kann zwar ein Hinweis sein, aber ist dann wahrscheinlich schon zu lange her. Ja. Naja, so. Hat das fotografiert? Ich jetzt hier schon drin. Natürlich auch der Nachteil, dass ich dann nicht weiß, wo ich schon drin war. Gut, aber speichern muss ich, da ist auch keine Tür. Das.
ist nichts. Also, sagen wir mal scheinbar nicht. Da ging doch gerade eine Tür. Ja, logisch. Logisch? Was du hast? Ja. So. Okay, bisher keine echten Hinweise hier. Unten hattest du alles durch. Ich vermute, oder? Dass es in der Küche ist. Küche oder Durchgang von beiden. Ja gut, da ist das. Hast du da häufig, aber. Okay, da ist die Tür offen. Die hatte ich eben zugemacht. Was ist das? Der muss hier irgendwo durch sein. Oh, hier ist Atem. Echt? Die hier gerade Atem. Hier. Oh ja, Tatsache. Na. Meiß ich den auf den Boden? Oh. War eine 2. Weiß ich aber gar nicht, kam der jetzt von da oder? Keine Ahnung. +52 + +44. Ja, bin ja auch ein Weg raus. Sollte auch reingehen, bevor ich die Tür zu mache. /62, /67, das saugt ganz schön. Ja gut, ich habe ja, ich war ja nur auf 71, als ich rausgegangen bin. Ich habe aber eben was genommen. Ich hatte die Gefriertemperatur noch gar nicht eingetragen. Bist du hier? Ja. Gut, das ist so. Mehr Fragen wolltest du nicht stellen? Ja, du bist doch hier im Raum, was will ich denn da? Ach so, ja gut, ja, vielleicht antwortet er ja grob. Das ist, glaube ich, jetzt schon getan. Bin ich halt weg. Upp, ach, ja, genau. Sag mal, wo bist du? Was willst du? Bist du hier? Okay. Befürchte, ich habe jetzt aber auch schon wieder keine Gefriertemperatur mehr. Kann sein. Vielleicht hat er den Ort gewechselt. Natürlich möglich. Boah. Ja, pass auf, dann nehme ich nochmal Salz mit rein. Dann wird er wahrscheinlich in dem Raum dahinter sein. Weil ich glaube, von da ist er eben. Ja, da war halt die Tür offen. Da geht die Tür wieder auf.
Gib mir mal schnell mein Fotowart. Achso, den hab ich aber in der Hand, ich Idiot. Lustig. Na komm. Oder ist er jetzt ganz da hinten? Könnte natürlich auch sein. Läuft jetzt auch nicht mehr hier rum. Das ist auf jeden Fall das Uja-Brett. Ah! Okay. Ja, ich war natürlich da. Ich war zu lange drin, klar. Aber offensichtlich ist er dann hier hinten in diesem länglichen Gang. Ein Kinderlachen hier gebracht. Dabei ist er alles andere als ein Kind. Schmeißt Sachen runter. Sind die war wahrscheinlich auch arg. Ich bin ja mit 71 reingegangen und war ziemlich lange drin. Ja. Das war übel. So, ja, ja, Buch haben wir ja drin liegen. Das könnte ich ja auch noch gucken. Orb haben wir. Orb haben wir? Okay, dann können wir ja mal gucken, was man da noch brauchen kann. EMF nicht. Den Rest wahrscheinlich schon, weil da noch vier Geister im Angebot sind. Also nur EMF ist egal. Oh, ist gut. Fingerabdrücke haben wir. Achso, Fingerabdrücke hatten wir. Dann haben wir einen Handschuh. Achso, ja, dann haben wir einen Handschuh. Klar. Haben Sie ein Foto von Geist? Hat leider nicht geklappt. Nee, ich hatte ihn zwar fotografiert, kurz bevor er mich gewürgt hat, aber oh, da hast du die Fingerabdrücke erwischt. Genau das. Okay. Das sind die Fingerabdrücke, die an meinem Hals, ja, die an meinem Hals hinterlassen hat. Wahrscheinlich. Diese Sache. Mimik! Ach, fuck. Ja, in letzter Zeit macht er uns aber echt das Leben schwer. Ja, gut. Vorher hatten wir ihn ja, aber. Ja. Ja, ja, ist richtig. Aber das war ja jetzt nicht das erste Mal. Der ist verdammt oft unterwegs die letzte Zeit. Der komische Freak. Aber vergleicht, wie selten der vorher da war. Ja. So sieht's nämlich aus. So. Dann drehen wir wieder am Rad. Wir vergrößern es wieder. Okay. Was? Außer der Taschenlampe, wobei ich hier jetzt auch die starke Taschenlampe mit dazu zähle, dürfen wir nur Gegenstände mitnehmen, wenn wir weniger als 60 Sanity haben. Wie soll das denn funktionieren? Das geht.
Es wird hart, ja. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. So. So, dann kommen wir ins Edgefield Street House. Und ich füge mal Sachen hinzu. Nicht nur das. Ich müsste auch mal gucken, was ich kaufen kann. Bisschen was habe ich ja glücklicherweise. Das wieder auf 10 aufhöhen hier. Ein Stückchen Fotobad. Parabol, Bewegungssensor, Feuerzeug. Knicklicht. Taschenlampe. Nicht. Kerze. Kamera. Oh, keine Videokameras mehr. Also gar keine mehr. Oder hatte ich noch nie welche? Ich weiß nicht. So, so, alles auf 10 aufgefüllt. Dann geht's los. So, wir warten auf die junge Frau. Ich habe schon lange keinen Sound mehr. Könnte es langsam mal kommen? Ja. Ich auch. Tü-tü-tü-tü. So, Foto vom Geist ist natürlich wieder so ein Ding. Obwohl, naja, weil unter 60 machbar. Kruzifix. Ist das eine starke Taschen dabei? Ja, ja, der natürlich. Okay. Hab ich doch gerade gesagt. Zeug eines Geister-Events, Kruzifix. Ja. Haben wir den Schlüssel? So, du bist unten, nehme ich an. Das wieder nicht. Mann, ich will die Klospülung bedienen, geht hier nicht. Oder ich krieg's nicht hin. Was ist denn der Strom? Ach da. Gib uns ein Zeichen. Mach mal Krach. Tarotkarten. Mach mal Lärm, hab ich auch so gehört. Mach mal, mach Lärm. Öffne eine Tür, aber ich habe schon alle geöffnet. Aber du kannst auch noch eine Schranktür öffnen. Öffne eine Tür. Gegenstand irgendwie gefunden? Was? Hast du einen Gegenstand gefunden? Tarotkarten. Achso. Hier ist er. Hier oben.
Hier oben und Gefriertemperatur. Im Flur sind die Schranktüren offen. Okay, warte mal, was ist denn Gefriertemperatur? So, Gefriertemperatur. Ich glaube, unter 60 sind wir noch nicht, ja. Nö. Wie haben wir denn noch? Oh ja, geht ja noch. Also was, das geht noch. Ich bin es ja nicht mehr weit. Ja, das Problem ist nur, was willst du jetzt machen in der Zeit? Ja, nochmal die Lage beobachten. Wo hat er geöffnet? Da. Ja. Und schon wieder tot. 73%. Das sieht aber stark nach einem Dämon aus. Wir sind jetzt auch bei 68. Ja gut, aber 68. Aber das ist ein Dämon, ja. Das muss ja ein Dämon sein eigentlich. Dem war das ja jetzt scheißegal, wie viel wir. Den trage ich auch schon mal ein. Ja. So. Ja. Dazu kann ich jetzt auch schon die Idee mal formulieren, dass wir das immer so ein bisschen mehr im Wechsel machen. Wenn wir hintereinander nur noch Challenge spielen, dann werden wir kein Geld mehr haben und keine Gegenstände mehr. So würde ich sagen, wir wechseln ab und zu. Also zum Beispiel in der nächsten Folge machen wir nochmal ohne Challenge. Vielleicht zwei Folgen hintereinander oder so und dann machen wir wieder eine Challenge. So würde ich das jetzt persönlich mal. Ich glaube, dann bin ich eher ein Partypooper. Du bist ein Partypooper? Ich bin ein Partypooper. Hast du eingetragen? Ich habe eingetragen, ja. Das ist nicht das Einzige, was ich jetzt noch mache, die Tarotkarten fotografieren. Ach so, ja, gut. Und da läuft jetzt Wasser. Ja, okay. Weil mit 53 gehe ich da nicht rein. Ja, nee, der Dämon ist so ein bisschen zu heftig. Ja, wenn es einer ist, weißt du ja nicht. Ja, aber ich war nicht unter 60. Davon bin ich überzeugt. Nee, unter 60 nicht. Achso. Ja, gut. Nee, du hast 68 gehabt. Ja, eben. Da greift ja normal nur der Dämon an. Hm. Hast du ihn eingetragen? Ja, ja. Immer noch. Ja. Ja. 75 der war natürlich so offensichtlich. Ja, ja, klar, natürlich. Ich hatte $12 oder so. $12. Hab ja auch kaum was verloren. So, dann drehen wir jetzt zum letzten Mal am Rad für diese Folge und dann nächste Folge wird dann eine ohne Challenge sein. Oh, jetzt habe ich schon alles reingesteckt. Nö, das tut mir leid. Ja, es sei denn, es ist jetzt wieder irgendwas mit Grundausrüstung. Ja gut, wir schauen mal. Wir gehen aufs Rad. Und los geht's. Achso, ach ja, das ist doch was. Jeder Spieler muss den Geist mit den Worten Bitch, Arsch und Bastard beleidigen im vermuteten Geisterraum. Also Bitch, Arsch und Bastard. Ja, schön.
Das ist schön, das machen wir gern, ne? Dorf, du, mit knapp 100 Sanity mache ich das gern. Ja, ja. Genau, ich muss erst wieder raus hier. So, dann füge ich auch noch hinzu, was so, aber da ist eh nicht mehr viel. Wir waren in Edgefield, dann kommt jetzt das nächste Farmhaus. Ja, prima. Klingt ja prima. Wird doch nicht ja gut. Da will ich besonders gern Geister begleiten. Bitch, Arsch und Bastard oder Arschloch? Nein, Arsch. Arsch. Aber ich glaube, das geht auch. Der Motherfucker hat er ja auch nicht reagiert. Ja, obwohl sollte er theoretisch. So, Geistzustand unter 25, Bewegungssensor und Kerze. Dann müssen wir das durch die Sprechdröte dann machen? Oder? Würde ich sagen, damit es auch sicher ankommt. Ja, super. Upsa. Und wir müssen natürlich erst gucken, dass wir wissen, wo ist. Also vermuten zumindest. Ich fange echt immer automatisch an zu rennen, wenn der kommt. Das ist mein Todesurteil. Ja, ja, ich tue das auch. Das ist scheiße. So ein Reflex. Bin so leicht nicht raus. Tja, also. Hier ist noch was passiert. Ist sowas passiert? Wo? Da unten muss hier in der Ecke. Aber noch nichts Offensichtliches. Ich hole mal ein Temperaturmesser. Und die Sprachbox nehmen wir nämlich auch schon mal mit. Nochmal. Ah, warte. Wie ist denn meine Sanity eigentlich? Boah, im Moment komme ich hier aber schlecht voran. 78, 72. Okay. Naja. Müssen wir mal einmal ohne gehen. Ja, dann wird er ganz schön gesaugt. Hier waren 2,1 Grad. Warte mal eben. Hier sind 0,6. Jetzt sind 16. Moment. 5. Also irgendwo hier. Vektor. 3,8. Küche nicht. Also im Esszimmer lag der Knochen. Ja, ja, jetzt aber hier wieder dieser Raum mit dem Holzstapel. Also der Eingangshalle eigentlich. Oder? Jetzt auf einmal wieder nicht. Es ist wieder zu warm hier. Ja, toll.
Jetzt sind hier wieder 4,7. 1,5. Also mehr hier jetzt gerade, mehr hier drin. Ich gehe mal nochmal weiter hier entlang. 1,6. Es scheint. Ja, kann auch wieder hier sein. Na, Tür. Wo ist die Tür aufgegangen? Weiß ich das nicht. Der Futterberat. An der Eingangstür liegt einer. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Wo bist du? 39 hast du. Bist du ein Kind? Oh. Ich komm noch mal raus. Ich zweimal Pillen nehmen. Buch hast du schon mitgenommen, dann werde ich mal zweimal Salz reinbringen. Da ist wieder eine Tür wieder. Da hinten wieder? Ich vermute es, ich weiß es nicht. Auf die Fotos gucken. Nee, hat aber nichts gemacht, was ich Er schreibt aber gerade ins Buch. Oh, na perfekt. Ja gut, dann. Richtig, noch ein Fotoapparat. Einmal muss jetzt noch gehen. Da ging wieder eine Tür. Wenn er ins Buch geschrieben hat, dann habe ich ja meine Aufgabe klar. Bitch! Bitch. Arsch! Bastard. Bist du hier? Ja. Ah, da ist er eingetreten. Erfüllt. Ja, natürlich war das erfüllt. Hat ihn noch nicht mal gekratzt. Ja, er läuft aber gerade bildstampend durch Salz. Wo jetzt? Das ist gut, wa? Du Bitch. Du bist ein Arsch. Du Bastard. So. Kratzt ihn noch nicht mal. Bin ich auch sehr froh drum. Was haben wir jetzt eigentlich? Außer... Nicht viel, ne? Wir haben. Machen die Fotos denn? Interaktion, Knochen, Sprit. Also Interaktion, das heißt keine Finger. Bisher wohl nicht. Geisterbuch, das ist das, was wir haben. Das ist alles. Muss ich die letzten Tabletten nehmen? Ja, ja. So, dann haben wir einen Bewegungssensor. Ja, und den muss ich dann irgendwie hier. Jetzt habe ich den auf die. Bin verärgert. Reißt mir wahrscheinlich gleich einen Arsch auf, ey. Jetzt weiß ich, wo das bei mir gerade. Oh, hakelt wahrscheinlich, weil mein Bett in der rechten Position war. Was ich hier gerade nicht nutze.
Gut, also Bewegungssensoren hast du gemacht, dann gehe ich jetzt mal eben eine Kerze noch. Oder hast du auch Ja, schon? einen habe ich jetzt da hängen. Die Kerze steht auch da. So. So einen Bewegungssensor reinbringen. Ja, dann mache ich das. Habe ich den noch dabei? Ah, okay. Fotoapparat. Oh, hier war noch ein Klicklicht. Oh, Klicklicht mit. Wo hast du dein Bild da? Okay, dann mache ich den hier hin. Schließe eine Tür. Öffne eine Tür. Noch ein. Okay, ich mache den vierten mit. Also eine Bewegungssensor haben wir schon. Kerze muss noch. Lass die Kerze aus. Wo hast du die Kerze gemacht? In die Mitte. Bist du hier? Was willst du? Da ist was gefallen. Ich wüsste noch nicht wo. Bist du jung? Bist du ein Kind? Das möchte er nicht. Schließe eine Tür. Hab ich die ganze Zeit noch den Fotoapparat, weil ist gar kein Bild mehr drauf. Gib uns ein Zeichen. Die Kerze macht mir auch einen fetten Haufen. Gegenstände auch keinen gefunden bisher. Ja. Ja, das ist. Ich glaube, da ist eine Kerze ausgegangen, es ist dunkler geworden. Ja, ist. Nee, aber. Nee. Bewegungssensor auch nicht. Oh, oh da, aber jetzt. Der ist ausgegangen, aber es zählt nicht. Muss ein Windzug gewesen sein. Ja, toll. Habe ich denn jetzt noch 61? Okay. Ich dachte, der Bewegungssensor wäre schon durch. Jetzt habe ich meinen extra hingeschmissen. Und habe den gar nicht angebracht. Also ich würde mal sagen, Orb und Dot hat er keinen. Spirit oder Shade, würde ich sagen. Das ist eher ein Spirit. Müsste aber... Oh. Ein bisschen kribbelig. Ja. Und gleich Puls gekriegt. Da ist es ja durch. Und die Kerze ist auch durch. Na also. Aber sonst. Aber wir wissen sonst nichts über ihn hier, ne? Nee. Neben F5 müsste der Spirit haben, aber. Moment. Ah ne, Buch hatten wir ja Gefriertemperatur nicht. Boah, das ist der zeigt echt wenig. Vielleicht Shade. Ja, ein Shade hätte aber Gefriertemperaturen. Ja, aber zumindest wäre der halt schüchtern. Ich meine, der bietet uns ja jetzt echt nicht viel an. Ne?
Der hätte aber Geisterbox, der Spirit. Shade hätte keine Geisterbox. Ja, mag ja sein, aber wir haben ja auch keine Geisterbox. Oder? Ja, nee, aber wir haben auch keine Gefriertemperatur. Ja, ja, ich weiß. Solange wir beides nicht haben, weiß ich nicht, warum wir da eins gerade bevorzugen. Also Geisterbox kann ich ja nicht einfach so behaupten. Also es sieht auf jeden Fall, ja. Ich denke, Orbs wären schon aufgetaucht. Ja, Orbs und Dots hätten wir gesehen. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Wo ist denn hier ein Empfner? Ja, der Shade könnte immer noch, wenn Dots und Orb nicht sind. Naja. So 54. Ich bin dabei. Also, ja, mal gucken. Also ich würde auch einen Shade tippen. Dann nehme ich den Spirit. Okay. Dann fahren wir ab. Naja, ist ja fast schon viel Kohle. Ja. Ja, das war dann unsere zweite Folge mit Phasmophobia Challenge. Die nächsten beiden Folgen werden wir auf jeden Fall ohne Challenge spielen. Vielleicht sogar drei Folgen ohne Challenge. Und dann streuen wir immer wieder mal eine Folge ein mit Challenge. Weil ansonsten sind wir nachher komplett ohne Geld und ohne Gegenstände. Das wollen wir dann auch nicht. Deshalb streuen wir ab und zu mal eine Challenge ein. Ich hoffe, das ist für euch okay so. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst es einen Daumen da oben da. Und damit sind wir für heute raus und sagen... Ciao, ciao.